Audio-Post. Geklickt. Gehört. Auf dem Weg nach Hause schon mal die Heizung anmachen, damit es gleich im Wohnzimmer kuschelig warm ist. Oder das Licht in der Küche anschalten, um nicht in eine dunkle Wohnung zurückzukommen. Und das alles von unterwegs, mit dem Smartphone. Was früher noch Szenen aus einem Zukunftsfilm waren, gehört heute zu unserem Alltag. Smart Devices machen es möglich. Die intelligenten Geräte sehen wir mittlerweile in vielen Haushalten. Aber wie sicher ist das eigentlich? Antworten hat Andreas Wiesler. Er ist Computerspezialist. Als Inhaber der Firma Go Security berät er regelmäßig Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er weiß, worauf wir unbedingt achten sollten, wenn ein smartes Gerät zu uns nach Hause kommt. Idealerweise erstelle ich ein eigenes WLAN-Segment und setze alle Geräte dort hinein. Viele WLAN-Geräte ermöglichen ja so ein Gasnetzwerk und genau dorthin gehören diese Geräte. Natürlich ist die Sicherheit bei smarten Systemen ein großes Thema. Immerhin könnte eine durchdrehende Technik, von Hackern initiiert, böse enden. Eigentlich gibt es hier keine Grenzen. Die Bösen könnten zum Beispiel die Alarmanlage ausschalten, mir beim Essen und Diskutieren zuhören, meine Heizung auf 35 Grad hochdrehen, den Warmwasserboiler auf 16 Grad runterstellen, das Licht blinken lassen und so weiter. Damit eben das nicht passiert, hat Andreas Wiesler Tipps. Zum Beispiel, wenn wir von unterwegs mit dem Smartphone die Technik zu Hause bedienen möchten, sagen wir, das Heizungsthermostat einstellen möchten. Wie sicher ist da die Verbindung? Da kann ich mir gar nicht ganz sicher sein. Die Verbindung läuft in der Regel über den Hersteller. Falls ich dann aber noch zusätzliche Dienste wie IFTTT nutze, wo ich Szenarien kombinieren kann, zum Beispiel ich fahre mit meinem BMW in die Garage und das Licht stellt ein, läuft das Ganze sogar noch über eine externe, mir unbekannte Stelle. Kann ich selbst prüfen, wie es um die Sicherheit bestellt ist? Leider nein. Was genau implementiert ist, ist auch für einen Profi nur sehr schwer möglich zu erkennen. Die Verbindungen sind hoffentlich in der Regel verschlüsselt und ich sehe überhaupt nicht, was da hin und her geschickt wird. Damit die smarten Geräte nicht unbemerkt rumschnüffeln, ist es wichtig, regelmäßige Updates zu machen, so die Empfehlung von Computerexperte Andreas Wiesler. Nur wenige Geräte aktualisieren sich leider selber, aber es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die ich regelmäßig machen muss. Auch wenn es mühsam ist, muss ich das Update so schnell wie möglich einspielen. Klar ist, Smart Devices sind mehr als Spielereien und eine hundertprozentige Sicherheit bei diesen komplexen Systemen gibt es nicht. Dafür können uns die intelligenten Geräte im Alltag helfen, die Heizung aufdrehen, den Garten überwachen, das Licht einschalten und so vielleicht das Sicherheitsgefühl stärken.